Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe gerade vergessen, dass man nicht aus dem See trinken darf. Bäh. Ich wollte meinen Wasservorrat auffüllen. Das ist Mathilde, die macht auch mit. Hi. Hast du noch Wasser? Ich habe noch ein bisschen Wasser, ja. Gut, dann kann Aber stimmt, ich könnte mal hier mein Dings auffüllen. Gut, dann lasse ich den Eintropfen dir. Und dann esse ich hier nochmal was. Oh ne, stimmt. Wäre sogar leer gewesen. Gut, dann bin ich ja nett gewesen. Ja, wir sind hier noch am Bauen, ne? Also, ja. Überraschung, wie angekündigt, wir bauen weiter. Ach ja, ich bräuchte Sepp. Oh, da ist ein bisschen Sepp. Ich will ja meine Dings weiterbauen hier. Dann ist die... An meiner Brücke will ich noch die Lichter anbringen. Ja, wie wollten wir jetzt da oben überhaupt weiterbauen? Ja, ich dachte, wir bauen so um den Dings erstmal rum, um die Kugeltränke. Also jetzt immer eine Treppe und dann wieder ein Bodentreppe, ein Bodentreppe, ein Boden. Genau, immer Bodentreppe, Bodentreppe, Bodentreppe. Und dann einmal rum. Treppe, Boden. Wolltest du, organisierst du noch Stämme oder bist du jetzt... Ja. Dafür habe ich ja extra die Brücke gebaut, damit wir da einen kurzen Weg zu den Stämmen haben. Gut, dann hole ich erstmal wieder Grashalme. Grashalme, Grashalme. Ich habe hier gerade nur geguckt, weil hier auch so ein bisschen Saft ist. Wisst ihr, was geil wäre, wenn man halt... hier ist Saft. Soll ich den Saft mitbringen? Oh ja, warte, ich hole ihn mir selber. Saft. Weißt du, wo er ist? Ja, ich sehe ja, wo du bist. Ich sehe, wo du bist. Dann. Damit ich meine Dings. Ich dachte, du läufst woanders hin und. Naja. Ich laufe jetzt gerade in deine Richtung. Ah, super, das Saft. Weil ich wollte ja. Hab ja auch extra schon Lampen auf der Brücke aufgebaut. Und für die brauche ich natürlich Saft. Ja. Was mir gerade einfällt, ist. Kochquarz. Nicht nur habe ich auch immer dabei. Bin. Ja, ich brauche es trotzdem demnächst. Also dann würde ich dir Bescheid geben. Entschuldigung. Also ich finde nicht nur, man müsste so Reittiere sich organisieren können. Man müsste auch, finde ich, so Nutztiere machen. Zum Beispiel, keine Ahnung. So Lastentiere, da werden doch Ameisen für prädestiniert. Lasten oder, keine Ahnung, Marienkäfer, mir war scheißegal. Hallo, weißt du, wie viel Ameisen schleppen können? Wo ist meine Brücke? Oh, ein Schlitten mit Läuse wäre toll. Die dich dann ziehen. Läuseschlitten? Läuseschlitten. Ach ja, irgendwas Neues soll es auch hier in den Teichen geben. Oh, fliegen unter Wasser. Ja, letztes Mal habe ich eine scheiß Larve gesehen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Dann bin ich ja schnell wieder raus. Du kannst ja mal unter Wasser gucken, was du findest. Meine Brücke ist zum Teil kaputt. Ah nee, doch nicht. Die hat ja hier erst angefangen. Stimmt ja. Oh, Gott sei Dank. Aber erstmal behaupten, dass sie kaputt ist. Oh ja, sorry. Wetter mir hier nicht gegen das Spiel. Nein, nein. Ich werde die auch wahrscheinlich noch breiter machen. Mal gucken. So, ich wollte jetzt erstmal Stämme besorgen, ne? Ja, aber ohne Stämme kommen wir nicht weiter. Ja, ist ja gut, ich hol ja Stämme. Ja, ist ja gut. Hol mal Stämme. Nicht umkippen. Löwenzahnfeld! Und bitte nicht ins Wasser. Ja, wenn sie noch am Rand vom Wasser sind, dann kriegst du sie ja nochmal raus. Ja, ja. Das war's, nur die 6? Na gut, dann nehme ich noch ein paar Grasplatten mit. Dieser Klee ist im Weg. Ja, der Klee kann schon nerven.
Hast du schon oben abgeliefert? Ja. Ah, ich krieg die Kurve nicht, so. Warte, kann ich machen? Wir bauen den Garten zu, wir bauen den Garten zu. Heinrich und Mathilde bauen den Garten zu. Ich hole noch mehr Stämme, ich hole noch mehr Stämme, was du... Ja, nichts. Soll ich aufhören zu singen? Ja, bitte. Werdet Mitglied in Mathildes Gesangsverein. Ja, wenn wir echt ein paar Wir Jahre... singen lustige Lieder, um Heinrich zu ärgern. Ich wollte sagen, wir können irgendwann mal so ein Greatest Hits Album rausbringen oder so. Löwenzahnfeld! Wohin? Oh nein, das ist fast alles ins Wasser gefallen. Oh, Kacke. Scheiße mit der Scheiße. Echt, ey. Ups, da hab ich einen zu weit. Ey, du Scheißvogel, das war laut. Ah, Scheiße. Kacke, jetzt komme ich an die Unkrautstängel nicht dran. Menno, jetzt habe ich nur 3 Unkrautstängel bekommen. Das ist ja gar nichts. Jetzt habe ich Schiss. Voll doof, ey. Vor allem, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo der nächste Löwenzahn ist. Ich finde, die sollten auf der Karte markiert sein. Wehe, du kackst, du Scheißvogel, dann komm ich hoch. Piekse dich. Aber ich weiß, ich hatte es ja schon in den Kommentaren geschrieben, aber ich finde es sehr witzig, liebe Eule, dass du tatsächlich da die gleiche Strategie hast, so ein bisschen wie wir. Sprich, dass du da so eine Treppe hochgebaut hast. Ja, wenn es funktioniert, lustig, warum nicht, ne? Hast du... Oh, ich glaube, hier müssen wir tatsächlich zur Seite gehen. Ja, das kannst ja... Hast du das nur... Das hätten wir vielleicht von unten hast irgendwie... Hast du nur Stängel schon... oder was hast du da? Ja, ich habe gerade hier Stängel. Dann komme ich... Ich habe gerade Grashalme. Kann ich dir helfen? Dann brauche ich nicht unten hinschmeißen. Ja. Hä? Da sehe ich irgendwie so. So, dann bin ich wieder weg. Oh! Irgendwie bin ich hier gerade. Das war ganz komisch. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann mal gepatcht, dass das nicht mehr möglich ist. Meinst, weil unsere Dings hier so ein bisschen... Naja, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Physik-Engine, die reinkommt und dann sagt das Spiel, nö, es geht nicht mehr. Und dann gehen wir online und es kracht zusammen. Nein! Da muss ich auch sagen, von dem Spielentwicklern hier, toi toi toi, bei vielen Early Access Games, die ich gespielt habe, oder die ich glaube auch wir gespielt haben, war es häufig so, dass du irgendwann dein Spiel von vorne starten musstest,
weil irgendwas entwickelt wurde, verbessert wurde oder so, dann ging der Spielstand nicht mehr. Und das Problem hatten wir hier überhaupt noch gar nicht. Das kotzt mich bei vielen Spielen manchmal echt an. Das stimmt. So, hier noch einen davor setzen, oder? Ja, mach noch mal einen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel dabei, nur noch zwei, aber... So, ich würde jetzt eine etwas größere Tour machen, um noch mal Quarz und, ich habe Quarz dabei. Okay, aber ich brauche auch Unkrautstängel, aber... Da kann ich dir nicht helfen, würde ich gerne aber... Nutzen. Aber dein Quarz würde ich gerne benutzen. Ja, wie ist jetzt dein Plan? Also einer reicht wahrscheinlich nicht, dann noch ein und dann... Doch, einer müsste reichen, dann können wir Treppe wieder hochgehen. Willst du dann weiter... Zwar zur Seite am besten. Nach links oder rechts, wenn ich davor stehe? Okay, vielleicht doch noch ein mehr geradeaus. Warte, mach und ich. Dann nach rechts. Mach ich ein geradeaus und dann nach rechts? Nach rechts hoch, genau. Okay. Aber den nochmal als Boden lassen und daneben. Genau, einen, genau, okay. Die Treppe geht dann nach rechts hoch. Ja, okay. Dann lasse ich den noch frei, mach dann noch ein Feld daneben und dann wird die Treppe an. Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr abenteuerliche Konstruktion. Ist schön. Das ist wichtig. Und ich glaube, ich gehe auch nochmal Gras hacken, bevor es wieder dunkel wird. Komm mal hier in den Matsch. Ja, Matsch. So, kann ich das teilen? Ach, hier, komm. Ich habe hier einmal 10 und einmal habe ich 9. Ja, perfekt. Da, ganzer Stapel für dich. Viel Spaß. Da, danke. Ja, ich weiß. Ah, es geht doch bald wieder die Sonne unter, ne? Ist schon wieder alles schattig. So, dann gehe ich nämlich auf die Suche nach Sepp und Unkrautstängeln. Bis bald, ihr Trottel. So, und ich weiß jetzt nicht, unter welchem Kommentar das war. Aber lieber Mad Mickey. Ich weiß, du bist ein langjähriger Zuschauer von uns. Ein sehr treuer. Auf jeden Fall. Ein sehr treuer. Aber... Wenn die Frage im Raum steht, Skyrim oder Witcher, da gibt's eine Antwort. Das ist The Witcher. Es tut mir leid. Aber ich muss dazu sagen, Skyrim, als es damals rauskam, war ein hervorragendes Spiel, muss ich wirklich sagen. Und ich habe es auch gerne gespielt und auch die Add-ons habe ich gern gespielt. Ich habe sogar extra, obwohl ich nichts mehr zu tun hatte, angefangen, dann ein Haus zu bauen. Alles toll, aber... Grafisch mittlerweile finde ich auch mit den ganzen Patches Witcher einfach besser und die Nebenquests sind auch einfach besser. Was man bei Skyrim machen kann, sich einen kompletten neuen Charakter ausdenken. Bei Witcher kriegt man leider Geralt vorgelegt. Aber ich fand es eigentlich gut. Also ich mag auch den Geralt so wie der ist. Ich hätte auch einen alten weißen Mann gespielt. Weißhaarigen. Oder ist dann... Alter, weißer Mann. Ja. Wobei ich immer Zwerge spielen würde, wenn es Zwerge gibt. Ich mag Zwerge. Wir trinken Bier, haben Bärte. Und fluchen wie sonst was. Wer flucht? Zwerge. Fluchen? Ja. Kommt drauf an. Also, ich weiß es nicht. Also, Soltan flucht ja wohl die ganze Zeit. Ja, Soltan ist aber auch netter. Ich bringe dir übrigens gerade wieder ein paar Stängel. Was ich noch sagen wollte, die Hauptquests bei beiden sind eher mittelmäßig, finde ich. Also Witcher glänzt hauptsächlich durch die Nebenquests, die ein bisschen ausgearbeitet wurden. Also gut ausgearbeitet wurden, fand ich. Ich finde aber auch die Hauptquest eigentlich ganz gut. Also ja, ich meine, das Problem bei Open-World-Spielen ist immer, dass dann die Hauptquest so ein bisschen flöten geht. Weil du kannst ja selbst entscheiden, was du machst. Und ich bin immer einer, der halt sich nicht auf die Hauptquest konzentriert. Ja, ich bin einer gleich der Ersten, der alles annimmt und dann eher die Nebenquest als erstes macht, damit ich nämlich stark genug bin für die Hauptquest. Genau. Und dann habe ich aber schon zum Teil vergessen, was ich in der Hauptquest machen sollte. Deswegen ist es ja gut, dass die einem immer in so einem Eventlog oder sowas aufgeführt werden. Ja, aber grob lesen tue ich das dann nicht mehr. Also es ist, ich weiß, bei Witcher war das eine Nebenstory, die ich machen wollte, hat sich angenommen.
Das war, dass eine Person in diesem Baum war. Beste Beispiel. Ach, das, ja. Ich habe sie nicht gerettet, leider. Egal. Du solltest zu einer Hexe hin, das klären. Ist ja egal. Aber auf dem Weg dahin habe ich gefühlt 3 bis 4 Quests gemacht. Habe irgendwie 3, 4 Stunden was anderes gemacht. Und am Ende so, als ich bei der Hexe war, war ich mir nicht mehr so sicher, was ich überhaupt vorhatte. Ja, man hätte es wieder lesen können, aber ich habe es auch falsch gemacht. Die Person im Baum ist gestorben bei mir. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Also man hätte mit der Hexe schlafen können. Man hätte die, glaube ich, umbringen können. Ich habe, glaube ich... Oder einfach so ein bisschen mit ihr reden. Und ich habe mit ihr geredet, glaube ich. Also ich habe nicht mit ihr geschlafen und ich habe sie nicht getötet. Ich glaube, ich habe mit ihr geschlafen und danach getötet. Das habe ich auch mit dieser einen Hexe gemacht. Also mit der Zauberin da. Name ist mir entfallen, aber... Kira Metz. Mit der habe ich auch erst Sex gehabt und dann habe ich sie getötet. Nein, mit der hatte ich keinen Sex. Ich muss sagen, ich war bei Witcher immer sehr treu. Ich habe es ja nun 3 Mal gespielt. die ersten Wie viel? Male... 3 Mal. Okay. Und 2 Mal davon mit der Blood and Wine Erweiterung. Also 2 Mal war ich Triss treu und beim 3. Mal habe ich mich wirklich dolle zusammengerissen und war dann bei Yennefer. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich es vorher nicht geschafft habe, nichts mit Triss anzufangen. Ich finde Triss einfach zu cool. Ja, ich auch. Yennefer kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Aber leider ist sie in der Serie seine Hauptflamme. Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass sie sich in der Serie mehr an die Bücher halten. Ich hätte es einen gesunden Mix gut gefunden. Ja, aber so ist es jetzt nun mal. Ja, ist ja okay. Aber ich mochte auch den Stil von dem Spiel. Hat die Serie leider auch nicht einfangen können. So, ich habe hier jetzt ganz viele Unkrautstängel. Super. Und ich gehe jetzt trotzdem Sepp suchen für meine Brückenbeleuchtung. Mach mal, solange noch hell ist. Genau. Außerdem brauchen wir dann auch früher oder später bestimmt wieder Fackeln. Hattest du Skyrim auch gespielt? Ich glaube, ich habe Skyrim 2 oder 3 Mal angefangen und aus irgendeinem ist immer irgendwas dazwischen gekommen, dass ich dann irgendwann nicht mehr weitergespielt habe. Und dann hatte ich keine Lust, irgendwie nach 1 Monat oder so wieder weiterzumachen und ich wusste nicht mehr genau, was abgeht, etc. Irgendwas ist immer dazwischen gekommen. Und ich nehme es mir immer wieder vor, doch mal ganz zu spielen. Cool wäre es, wenn es einen Multiplayer-Modus gäbe. Also, ja, nicht Multiplayer. Ich bin eh kein Freund davon, gegen andere Leute zu kämpfen, außer es ist PUBG. Dann töte ich gerne alle. Aber ansonsten bin ich eher so ein Freund vom Koop-Spielen. Das weiß ich gar nicht, ob das dann möglich war später. Man konnte es echt zu Tode modden, das Spiel. Oh, da ist ein schöner Saftklumpen. 2 schöne Saftklumpen und doofe Milben. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Spiele wie Skyrim und The Witcher. In dem Format gibt es viel zu wenig. Aber mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ja. Und wir wollen auch auf gar keinen Fall Skyrim als Spiel als schlecht bezeichnen. Um Gottes Willen, das ist ein tolles Spiel. Nee, das habe ich hoffentlich auch dargestellt. Also, ich habe es ja auch nicht umsonst 150 Stunden gespielt oder so. Wenn es scheiße wäre, hätte ich es nicht 150 Stunden gespielt. Wie Dragon Age. Ich weiß, die Älteren unter euch, die kennen vielleicht Dragon Age 1 noch. Das war ein Strategiespiel, wo man so eine Partie von 3, 4 Leuten hatte und fand ich alles toll. Und danach, Teil 2 ging, glaube ich, noch. Und Teil 3 war scheiße langweilig. Ach, aber ist nicht, naja, egal. Oh, mein The Magic war da cool. Das sah so scheiße aus. Das ist aber jetzt wieder ein bisschen was anderes, ne? Also ja, ich weiß, aber das war auch ein Rollenspiel und das war echt cool, eigentlich. Might and Magic?
Ja, Might and Magic. Nicht Heroes of Might and Magic, sondern Might and Magic. Ah, das ist aber noch älter. Das ist dann. Ja. Das ist wirklich alt. Aber ziemlich cool gewesen eigentlich. Da gab es auch mehrere Teile. Gespielt. Da gab es aber unterschiedlichste. Ich glaube, einmal aus der Ego-Perspektive gab es eine Variante und einmal ja, auch. Ja, ich glaube, das meine ich sogar. Okay. Und irgendwas habe ich denn noch gespielt? Also, ich habe kaum Spiele im Regal stehen. Die sind alle irgendwo im Schrank oder im Keller. Naja. Oh, diese Milben sind so nervig. Ja, trotzdem, die Milben erinnern mich immer so ein bisschen an Facehacker. Und darum mag ich sie auch. Ich habe ein Herz für Milben. Ich finde sie halt nervig. Ja, aber die backen ja meistens irgendwo fest. Also verfolgen können sie dich nicht. Aber ich bin zu doll. Sind plüschig. Toll, nichts passiert an dem Tag hier. Nur gearbeitet, hier wie im wahren Leben. Ey, da fällt ja eine Frucht runter. Warte mal, die ist ja auf. Ich besorge gerade ganz viel Saft. Kann ich die essen? Oh, ja. Mutation entdeckt, Kieselbeißer. Warte mal ganz kurz. Na, schon wieder Inventar voll. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Cool. Was denn? Oh. Ich glaube, ich muss mich jetzt trotz allem. Ich glaube, du hattest die Bären gesammelt, nicht ich, oder? Ja, warum? Ja, mir ist aufgefallen, wenn sie hier runterfallen und kaputt gehen, dann kann ich sie ja ganz einfach mit normalen Axt zerhacken. Oh, kommt's an. Wie hast denn du das sonst gemacht mit den Bären? Ich hab die mit der Axt zerhackt. Achso, man kann sie normal mit der Axt zerhacken. Achso. Ich hab's ja nicht gesammelt. Ich hätte sein können, dass man das mit einer Zweier-Axt braucht oder so. Nö. Da reicht eine stinknormale Axt. Okay. Weil ich habe ja keine Bären gejagt, das hast du ja du. Nee, Moment mal, du hast aber auch Bären mitgejagt schon. Dann ist das schon zu lange her, ich bin alt, ich merke mir nicht mehr alles. Gehen ja ganz schön weit raus. Hast dich nochmal umentschieden, ne? Ja, ich? Ja. Oder doch? War ich das? Nee. So, jetzt bin ich aber voll mit Inventar, jetzt komme ich nach Hause, zu dir. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mal wieder Tautröpfchen oder irgendwas zu trinken entdecke auf dem Weg dahin. Ja, würde ich unterschreiben, weil ich könnte nämlich auch was zu trinken gebrauchen. Ja, ich auch. Aber ich habe oben auf dem Plateau nichts gefunden, Gras, Tautropfenmäßiges. Hm. Und ich habe kein Licht. Nein! Dann ist ja gut, dass ich 30 Saft gesammelt habe. Oh, ein Saft habe ich auch. Reicht ein Saft für eine Fackel? Ich fürchte nein. Oh, doch. Oh, da ist aber Glück. Aber ich habe kein trockenes Gras und ich habe auch kein Sprig. Ja, trockenes Gras. Also ich kann ja leider kein Sprig bringen, weil mein Inventar voll ist. Nee, aber ich glaube, ich weiß, wo welches ist. Das ist nicht weit weg. Nee, trockenes Gras ist nicht weit weg. Aber ich fände trotzdem so ein Tautröpfchen ganz nice. Mist, und ich muss mal was essen. Gut, dass wir noch so viel Lausbraten haben. Hm. Just pretend it's beef jerky. No water filtration tablets needed. Jetzt müssen wir noch so einen Tautropfensammler aufstellen. Ja, aber haben wir schon zwei, aber wir ernten die immer zu stark. Ja, weil wir so schnell wieder was zu trinken brauchen. Ja, weil du hier auch hart arbeitest. Ja, klar. Hallo. Bist ja auch nur am Saufen. Stell dir vor, es wäre Sommer, da trinke ich ja noch mehr. Hm. Bitte führt keine Jahreszeiten in dieses Spiel ein.
Achso, ich wollte meine Dings... Bums. Meine Brücke beleuchten jetzt. Ich habe ja extra Saft geholt. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe extra Saft gekauft. Du hast Saft gekauft. Oh, ich bringe gleich mal trockenes Gras mit. Schmeiß ich da auf den Boden, sammelt sich ja alles an und bleibt ja auch liegen, Gott sei Dank. Oh, hier fehlen sogar getrocknete Grasbrocken. Dann hole ich hier nochmal schnell trockenes Gras. War ja auch was. Genau, da ist ja was. Ach, jetzt finden wir die Fasern. Let there be light! Ja, es werde Licht. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Jetzt bin ich wieder. Das ist schön. Jetzt bin ich wieder arbeitsfähig. Das freut mich. Hier ist noch trockenes Gras. Hier liegen noch Grasdinger rum. Was machen wir nächste Folge? Weiß nicht. Also erstmal wollen wir sowieso auf die Vogeltränke. Stimmt. So, meine Brücke ist befackelt. Hurra! Das sieht aber nett aus. Fackelbrücke, sehr schön. Jetzt hätte ich ja eigentlich noch direkt Gras hacken können, ne? Hast du da auch ein Mauthäuschen aufgestellt für deine Brücke? Damit sich die wieder rentiert. Aber ich weiß jetzt schon, hier werde ich ärmer sterben. Definitiv. Du meinst in dem Sinne, dass du da immer runterfällst? Ja. Ja. Definitiv. Das wird mir passieren. Kann man auch mit Gras. Wirst erst die Platte bauen und dann den Scheiß doch aufstellen. Vielleicht sollten wir hier auch noch mal ein, zwei Fackeln aufstellen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Kommst mit Gras, es kommt dir wie gelegen. Dann kannst du ja gleich. Nimm den Stängel mit. Ich bin voll beladen. Du kannst doch einen wegschmeißen und den Stängel nehmen und dann oben dann die Treppe bauen. Wenn du schon hochgehst. Na. Dann nicht. Hab's ja nur gut gemeint. Und? Doch, das könnte was werden, ja.
Ah, jetzt brauchen wir ganz viel Spricks, ja? Ja. Hätte ich das vor 2-5 Minuten gewusst, hätte ich welche mitgebracht, aber... Die werden sich ja schon hier und da mal anfinden. Garantiert. Oh, hier unten sind ja gleich welche, kann ich gleich mitnehmen. Muss ja eh gerade wieder Gras holen. Na. Sonst, wie wär's, wenn du da hochkletterst und mir welche runterwirfst? Grasplatten, die liegen erstmal wieder genug. Ach so. Okay. Ich habe ja wieder ein paar runtergeballert. Ja, okay, das weiß ich doch nicht. Als wir über Skyrim und The Witcher gesprochen haben. Okay, okay. Ja, ich habe ja nicht gesehen, was du da getrieben hast. Oh, wir sind gleich oben. Aha. Oh, wir sind oben. Jetzt ist recht. Warte mal, eine Bodenplatte baue ich da noch hin. Das sieht mir nicht so unsicher aus, falls man zu schnell ist. Ja, das ist eine gute Idee. Wo ist der Vogel? Nicht da. Ah, Science. Science. Pusteblume. Cool. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wenn der scheiß Vogel kommt. Warte mal, ich schmeiß mal kurz das weg. Ah, jetzt können wir hier auf einen anderen Ast springen, ne? Und ist da was im Wasser? Ich habe nichts gesehen. Oh, meine Fackel ist aus. Das war jetzt unerwartet. Ach, du hast es übersehen. Oh. Ein Farbschema. Hatchberry. Ah, ich sehe nichts. Wo bin ich? Was bin ich? Weiß ich nicht. Du bist Mathilde. Ah, danke. Gut, dass du es sagst. Ah. Cool. Jetzt bin ich nur auf diesen scheiß Vogel gespannt. Light. Turn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Mal ist ja Vollmond heute, Gott sei Dank. Hm. Ach Mist. Ist ja leer. Nice and clean. Ob der Vogel jetzt überhaupt kommt, wenn wir hier rumstehen? Keine Ahnung, er war ja erst hier. Also vielleicht braucht er halt ein bisschen länger. Ja, vielleicht kommt er ja auch nur am Tag, so, ne? Weil. Ja, das kann sein. Kein Nachtvogel. Genau. Ach, da bist du. Ja, ich laufe hier gerade so ein bisschen im Geäst rum, aber... Ist nichts dort, oder? Mm-mm. Es ist tatsächlich auch kein Überweg. Also es gibt tatsächlich keinen anderen Weg hierher, als sich hochzubauen. Ja, aber hier hinten ist noch ein Ast. Springen wir ins Wasser. Ach, der da unten, ja. Aber auf den müsste man irgendwie, keine Ahnung, hochspringen und dann nach vorne und dann stirbt man. Oder man baut sich... Oh, man kommt drauf.
Es geht wirklich hochspringen und dann kurz. Eieieiei. Ist aber gefährlich, wenn man daneben springt, ja, ist ja. Man tot. Weil es sah wirklich bei den Bäumen so aus, als ob's. Ja, ja. Hier ist schon mal Spinnenkacke. Und Alarm. Ja, das ist ein Spiderling direkt vor dir. Wir kacken, Junge. Na, also hier, wenn man das bauen kann, kann man hier halt eine Seilrutsche bauen. Aber wir können ihn noch nicht bauen, weil wir bis jetzt noch nicht genug. Die müssen wir erlernen, okay. Genau. Weil dann kommen wir auch nur runter und nicht hoch. Ja, aber auf der anderen Seite war ja. Ach nee, ja. Ja, die Idee, als ich das hier gesehen habe, war ja, dass man hier vielleicht hinkommt, von da unten nach oben oder so, keine Ahnung, aber. Gut. Ja, aber dann haben wir das ja jetzt auch einmal geklärt. Jo. Ups. Warte mal, wie geht's so zur Tränke da lang? Nach rechts. Aber hier würde ich vielleicht doch noch eine Treppe bauen. Ja, ich will jetzt warten, bis dieser Scheißvogel kommt. Ups. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Ich stelle mich schon mal hier in Position. Müssen wir eh warten, bis der Tag anfängt. Ein Schluck Wasser habe ich. Was zu essen habe ich nicht, aber zumindest gehe ich nochmal kurz runter. Ja, vielleicht können wir gegen den Vogel kämpfen. Was sagt die Tacho? 3 Uhr morgens. Was wolltest du sagen? Ich glaube nicht, dass, wenn wir gegen den Vogel kämpfen können, da eine Chance haben. Ich will den Kopf vom Vogel auf mein Haus. Okay. Oh, ja, stell dir vor, du könntest den komplett. Wenn du den besiegt hast, gibt es dann einen Skeletthaufen und dann könntest du einen riesigen Rabenskelett aufbauen. Okay. Auf dem Dach. können wir ein Museum machen. Das hätte eigentlich was. Du kannst ja Tiere ausstopfen und so. Dann gibt es ein Rabenskelett. Ein Rabenskelett, dann kannst du die anderen Käfer ausstopfen. Während du auf den Raben wartest, würde ich dann vielleicht zu Burger gehen und gucken, ob wir uns jetzt hier das Dings leisten können, die Seilrutsche. Weiß nicht, ob die Seilrutsche was bringt, aber kannst du gerne. Keine Ahnung, aber ich will die haben. Ja, dann mach das. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein, ciao. Tschüss.